Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu einer neuen Aufnahme von Transportfieber 2. Wir haben beim letzten Mal ja Oberhausen ans Streckennetz angeschlossen, müssen allerdings jetzt noch die S-Bahn verlängern. Da gehen wir mal rein. Ich habe auch ein paar Tage ins Land ziehen lassen, habe mal so ein paar Kleinigkeiten offline gemacht, werde ich euch dann auch gleich von berichten. Erstmal wollen wir aber jetzt, dass die S-Bahn wieder läuft und zwar wieder richtig läuft. Beziehungsweise ist es ja genauer gesagt der Regionalexpress, der hier läuft, und da fahren wir ja auch mit so einem Doppelstockwagen in älterer Natur. Da werden wir uns jetzt mal so einen roten Doppelstockwagen gleich holen, aber alles nach der Reihe. Und zwar wird das erstmal hier umbenannt bzw. umgeändert von Düsseldorf nach Ratingen, das passt. Von Ratingen dann nach Oberhausen und von Oberhausen dann wieder nach Ratingen. Da müssen wir jetzt mal gucken, dass er die richtigen Gleise nimmt. Na, das soll so nicht sein. Der nimmt nämlich hier, soll er eigentlich hier rüber fahren. Das kann er hier aber nicht. Aber erstmal ist das so okay. Vielleicht müssen wir gleich die Terminals nochmal ändern. Aber er muss ja hier rüber kommen. Das ist der Punkt. Eigentlich soll der hier reinfahren. Ja, warum eigentlich nicht? Wohin ist der jetzt unterwegs? Nach Oberhausen. Lass mal kurz laufen. Dann lass ihn doch mal zurückfahren nach Düsseldorf. All dieweil er dann jetzt auf dem richtigen Gleis ist. Achso, wir müssen gucken, ob er in Düsseldorf auf dem rechten Gleis rüber kann. Kann er doch. Where is God the problem? Oder war das jetzt einfach nur. Ah, da ist irgendwas. Aber da kann er doch auch geradeaus fahren. Oder ich muss ihm hier wirklich sagen, terminaltechnisch. Ja, das ist es. Er muss auf 2 hier, wenn der die 4 macht. Quasi muss er auf die 2. Das passt. Es kann sein, dass er in Oberhausen jetzt nicht auf das Gleis kommt, wo er rein soll. Ja, da haben wir ja nichts übergelappt. Aber wir können ihm auch sagen, dass auch wiederum die 3. Ne, das ist ja in dem Fall richtig. Ne, dann müssen wir ihm einfach hier noch die Möglichkeit geben, rüber zu gehen. Ja, glaube, dass das alles ist. Yes, man. Now it's right. So, jetzt brauchen wir aber noch Signale. Können den schon mal fahren lassen. So, machen wir mal eben Autosig an. Für die Geschichte. Hat nämlich auch noch keine Signale gesetzt. Und hier machen wir das Autosig für da. Und dann sind wir ja einmal Papagei absetzen. So, sind wir auf der richtigen Spur. Ne? Wunderbar. Ganz arg wunderbar. Wir gucken uns das zwar hier nochmal an. Was wollte ich? Da wollte ich gucken. Ja, perfektos. So, jetzt können wir nämlich einen zweiten Zug machen, was wir ja sowieso vorhaben. Wo sind wir? Wo sind wir? Wo sind wir? Und wenn der andere Zug übrigens in Düsseldorf ist, darf der. Das ist er nicht. Das ist er. Soll die 70 noch abliefern, wobei die, glaube ich, auch von Düsseldorf gekommen waren. Wir würden die nämlich dann schon mal direkt verkaufen. Gucken wir mal, was da passiert. Und würden uns dann direkt zwei Doppelstock holen, glaube ich. Ja, wir haben nämlich die S-Bahn Richtung Neuss auch doppelt fahren lassen. Damit der Takt kleiner ist. Aber das, wie gesagt, zeige ich euch gleich. Hier siehst du, passiert nichts. Die steigen eigentlich nur ein. Das sollen sie eben nicht. Dann müssen wir jetzt. Warum macht er das wieder? Kommt er jetzt da nicht darüber? Ah ja, guck mal, da haben wir noch was vergessen. Nee, doch, der kommt doch hier rein. Das verstehe ich jetzt wieder nicht. Wir machen jetzt erstmal das Gleischen. Das Schleißchen. Das Doppelstöckchen. Das ist der hier. Wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Ich weiß, dass ich den schon mal gesucht hatte, aber ich habe ihn dann auch gefunden. Echt, ist denn da? Ach, das kann sein, dass uns das nur unter Passagier. Da ist er doch. So, da müssen wir jetzt nämlich gucken, dass wir das Vorderseitchen und das Rückseitchen finden. Wir machen mal hier, das sieht schon mal nach Vorderseite aus. Und das normale Wagen.
Ja, eins, zwei, drei können wir schon mal machen. Jetzt brauchen wir so ein Rückdingen. Ist das der vielleicht? Ja. 142. Den kaufen wir direkt zweimal. Dann können wir sie beide auch sagen, sie sollen hier hoch angewendet werden sozusagen. Und dann kann der auf den RE1 gehen. Jetzt findet er die Haltestelle nicht. Weil ich da vielleicht doch das falsche Gleis drin habe, aber kann eigentlich sein. Ich guck mal. So, die A1 ist auf der 2. Da kommt der doch hin. Der kommt hier rein und kommt auch hier wieder raus. Das ist ja das, was ich vorhin schon dachte, verstehe ich nicht. Vielleicht irgendwie was mit den... Abgesehen davon, dass hier nicht genügend Signale sind, sind die Signale aber auch richtig. Das ändert aber jetzt, glaube ich, nichts an der Tatsache, nee, dass er da nicht rüber will. Warum fährt er hier schon nicht geradeaus? Auch das ist möglich. Auch das ist das richtige Signal, richtig? Ja. Man kann hier rüberfahren. Ja, das ist mal wieder eine Krux, ne? Ist hier was falsch in der Terminalzuordnung? Aber hier läuft's ja. Hier sind die ja zweigleisig. Ach, guck mal. Das ist genau falsch rum. In Ratingen. Das heißt, hier muss die... Von Düsseldorf kommt, muss auf die 2, glaube ich. Ist das der? Ja, von Düsseldorf kommt auf die 2. Jetzt habe ich es aber. Von Düsseldorf kommt auf die 2. Und nach Düsseldorf, nach Oberhausen auf die 3. Das sieht jetzt richtig aus und schon klappt es mit dem Nachbarn. Ja, das ist manchmal echt verzwickt mit diesen Terminals. Irgendwo muss ja der Fehler liegen. Und es liegt immer beim Menschen. Kann man sich merken. Trotzdem findet er den nicht. Hat das irgendwas mit Elektro oder nicht Elektro zu tun? Das hatte ich auch schon mal, aber das sind ja Elektro-Geschichten. Und das ist ja eine Vordergeschichte und das ist eine Hintergeschichte. Oder sind die irgendwie unterschiedlich? Lass mal eben kurz testen mit so einer S-Bahn. Komm jetzt. Einfach mit einer klassischen S-Bahn. Oh. Ne, dahinter fügen nicht. So, insgesamt dazu fügen. Kaufen. So. Sagen wir der auch mal schnell, die soll sehr hoch. Und jetzt sagen wir doch mal, er soll auf den RE fahren. Und schon klappt's. Das ist aber seltsam. Wir lassen den dann erstmal als S-Bahn fahren. Da muss ich mir nochmal genauer angucken. So viel Zeit wollen wir jetzt hier nicht verlieren. So, Shaka Zulu. Dann verkaufen wir die anderen beiden wieder. Hat das was mit der Elektrik zu tun? Ich verstehe es gerade nicht. Ich dachte, die Doppelstockwagen sind auch elektrisch. Wenn, dann können wir das natürlich nicht nutzen, ist ja klar, ne? Kann ja jetzt nicht zwei extra Schienen dafür machen. So, kicken wir uns natürlich mal direkt an. Wie viel stehen hier? 42, noch heißt der so, wie er heißt. Rum, rum. Ich habe vorhin mit der S, was ist das, die S4 oder wer fährt nach Neuss, habe ich umgeändert auf zwei S-Bahnen übrigens. Und die S3 war es. Und diesen Tuckelwagen habe ich weggemacht, der ja da so ein bisschen tuckelig herfuhr. Ist einfach zu langsam. Ne? Das ist zwar schön, nice, das kann man mal mit so einer Old Knapp machen, aber jetzt wollen wir hier modern sein.
Habe ich also weggemacht und ich habe mal einen Takt eingesetzt. 3 Minuten 30 und das wollte ich euch gleich noch zeigen. Aber wir bleiben jetzt mal eben hier. 43 wollen nach Oberhausen. Guck mal, das sind ja schon einige. Steigen, bleiben ein paar drin oder kommen noch welche dazu. Deswegen sind es 44, die jetzt nach Premiere Fahrt nach Oberhausen haben. An den schönen Wäldchen vorbei. Da steht irgendwo übrigens ein Gleis, auf dem Gleis mitten, auf dem Gleis so rum ein Baum. Den muss ich auch noch wegmachen, hinter Düsseldorf. Genau hier zwischen. Achso, eigentlich wollte ich die zweite Bahn auf die Reihe schicken. Ne? Jetzt muss ich das mal unterbrechen, weil sonst wird das vom Abstand zu blöd. Die beiden verkaufen wir jetzt mal. Den kaufen wir nochmal neu. Jetzt hat er das wieder so, genau. Ich muss da drauf gehen. Das vergäbt ich immer. So, jetzt der auch nochmal auf die S. Die RE erstmal, so heißt sie jetzt erstmal. Und raus mit dir. Dann gehen wir mal wieder zu dir. Du kommst nämlich jetzt in Oberhausen an. Ich bin mal gespannt, wie viel da stehen. Auch noch keiner. Das ist ja auch nett. Aber Bus haben wir doch schon eingesetzt, oder? Ja, da ist doch schon einer. Da kommen auch gerade welche. Die haben geschnallt, dass es den Zug jetzt gibt, sind aber vielleicht doch zu spät. Schauen wir mal. 38 bleiben drin, die doch wieder zurück wollen. Und jetzt kommen erst welche nach. Ne, die von den Bussen, die kommen jetzt erst. Ach, guck mal hier, da haben wir einen Bus nur. Da sind 38. Ja, dann klonen wir den direkt mal. Zwei Busse brauchen wir hier mindestens. Damit wir die auch schnell hier rüber kriegen. So, das haben wir gemacht. Jetzt wollte ich euch zeigen, was ich mit dem Takt gemacht habe. Und zwar mit der S-Bahn-Linie. Habe ich diese S-Bahn zum einen genommen. Und denen gesagt über den Fahrplan, dass die jeweils, die haben also eine Fahrzeit von 2,46, 2,37. Das ist ja immer sehr unterschiedlich, wer hier wem hier auf dem Weg liegt. Also der muss mehr anhalten wie der andere, wie auch immer. Und deswegen habe ich gesagt, 3 Minuten 30 sollen die jetzt beide warten. Und ihr seht es jetzt schon, sind gerade beide angekommen, relativ zeitnah. Und eigentlich müssten sie jetzt anhalten gleich, weil... Also er hält, nee, hält nicht an. Also es hat beim Testen geklappt. Dann war der vielleicht jetzt länger als 2,56 unterwegs. Weil das macht für mich dann fahrplantechnisch Sinn, jetzt jede Minute da einzuplanen, finde ich ein bisschen aufwendig. Aber zu sagen, okay, ihr fahrt im selben Takt sozusagen, nicht, dass der eine, der wird vielleicht mehr durch andere Fahrzeuge blockiert wie der andere. Und dadurch sind die irgendwann dann mal direkt hintereinander. Das wäre natürlich nicht so gut für den Transport der Kunden. Wir gucken jetzt nochmal auf ganz schnell, ob das vielleicht jetzt gerade nur Zufall war oder die 3 Minuten 30 erreicht waren. Also es hat in Probe funktioniert, ne? So dass die ziemlich gleich unterwegs sind und nicht gleichzeitig irgendwo ankommen bzw. irgendwo losfahren. Ungleichmäßig. Jetzt sind sie wieder gleichmäßig da. So ist es ja gut. Aber rein theoretisch, ja, jetzt angehalten, genau. Und der auch angehalten. Wir warten also jetzt beide ihre 3,5 Minuten ab und fahren dann wieder weiter. Müsste jetzt auch relativ gleichzeitig funktionieren. Während Oberhausen sich gerne Maschinen hätte. Aber was sage ich immer zu meinen Papageien? Ich hätte auch gerne so vieles. Schaut mal, der fährt los und der fährt auch los. Insofern passt das. Dafür macht das Sinn. Das kann man mit anderen sicherlich auch umstricken. Zum Beispiel mit der S8, da wollte ich es mir mal angucken. Wo sind wir? Da sind wir. Ach, das können wir eigentlich hier unten aufrufen. Da brauchen wir eigentlich gar nicht den Dings. So, die S8 ist zum Beispiel... ja, ich glaube, das ist eben die Frage, dass das 2 Minuten sind, wenn das 4 Haltestellen sind. Der braucht 2 Minuten dahin, 2 Minuten dahin. So verstehe ich das zumindest. Wir machen mal Folgendes. Wir machen mal hier den Takt auf 2 Minuten 30. Also immer so,
dass der ein bisschen größer ist. Und hier können wir auch Takt 2 Minuten 30 machen. Hier müssten wir dann 3 Minuten machen. Aber eigentlich müsste man das überall gleich machen, oder? Sonst ist das ja auch wieder falsch. Überall 3 Minuten bedeutet natürlich auch, dass der im Wuppertal länger steht. Und es sind, ja, sind auch 2 Züge unterwegs. Aber wenn ich da richtig denke... Komm, dann lass uns mal, das höchste ist 2,40, dann lass uns mal 2,45 machen an jeder Geschichte. Haben wir da nicht so viel verloren und vielleicht kommt das ja auch gar nicht zum Tragen. Und wenn ihr das einstellt, reicht es übrigens nicht, dass man das hier macht, sondern ihr müsst auch hier das Kreuzchen setzen. Das habe ich beim ersten Mal nämlich auch falsch gemacht. So, dann lasst die Spiele beginnen. Wo ist mal eine S8? Ist Zug Nummer 12, das ist Zug Nummer 13. Das können wir mal so nebenbei dann ein bisschen beobachten, ob das funktioniert. Derweil zeige ich euch, damit wir auch keine Zeit verlieren, was ich hier noch gemacht habe. Hier habe ich nämlich mal mir den Verkehr angeschaut und der war natürlich hier sehr, sehr hoch. Ist er jetzt auch übrigens gerade wieder. Jetzt sind übrigens beide gerade im Bahnhof. Wird irgendeiner angehalten? Er zumindest schon mal nicht. Und er fährt auch. Gucken wir weiter. Also wenn ihr hier drüber geht, seht ihr ja den Verkehr und dann seht ihr, welche Straßen sehr groß belastet sind. Das war diese. Unter anderem ist auch immer noch der Fall. Ihr seht jetzt auch, dass die hier auch noch belastet wird. Also insgesamt ist der Verkehr nicht so nice. Und das wird uns hier eben auch angezeigt. Der Verkehr ist mittelmäßig. Ja, also er kann besser werden. Bedeutet auf der einen Seite mehr Leute mit Bahn und Bus und Bahn transportieren. Deswegen habe ich ja auch die S... Wie heißt sie wieder? Die nach Neuss, die habe ich verbessert und ihr seht, ich hatte geschaut, es waren 44%, die die Linie genutzt haben. Jetzt machen es 31, Entschuldigung, jetzt machen es 44 und es waren 31. Also es ist schon wesentlich mehr geworden. Also lassen die Leute mehr ihre Autos stehen. Darum geht es. Nichtsdestotrotz ist diese Straße immer noch stark befahren und deswegen ist die Vierspurigkeit plus Kreisverkehr, den ich hier reingezogen habe, auf jeden Fall richtig. Es staut sich allerdings immer noch hier auf diese kleinen Straßen. Wenn ich da natürlich große Straßen reinmachten würde, dann ist das natürlich das nächste Problem, dass sich hier vieles abreißt. So, das, ne, wie gesagt, baut sich zwar neu, aber will ich trotzdem jetzt nicht so gern. Übrigens, ich gucke immer noch hier hin. Angehalten tut sich hier nichts. Naja. Solange sie auch, die fahren ja alle beide in verschiedenen Bahnhöfen ab und gleichzeitig los, dann ist es ja auch okay. Muss man insgesamt mal ein bisschen mitspielen, aber passt schon. Ja, der Verkehr hier. Man kann den Verkehr, glaube ich, ja nicht anders steuern. Du kannst zwar Ampeln hier reinbauen, aber wenn wir jetzt mal zum Beispiel sehen, wo er hier hin möchte. Das ist Bernd Friedrich, Ziel Wohngebäude. Und zwar dieses Wohngebäude, da will er hin. Und da wohnt unter anderem Bernd Friedrich. Herbert Peter wohnt da auch. Naja. Wie gesagt, die Stadt an sich hat aber mittlerweile 1130 ist das Ziel. 1106 hat sie, entwickelt sich weiter, wollen wir natürlich weiter gerne beliefern, aber wir sind hier von den Werten eigentlich schon ganz gut. Benzin ist ja immer noch das Thema. Das können wir immer noch gerne besorgen. Aber nachdem ich mir das angeschaut hatte, hatte ich jetzt eigentlich, was hatte ich als nächstes für eine Idee? Wir sehen, die Linienbenutzung ist, übrigens die beiden laufen relativ parallel, können wir uns das Gesumme mal ausstellen. Die Linienbenutzung in Wuppertal schon. In Düsseldorf selbst ist natürlich jetzt nicht so berauschend mit nur 15%. Da ist noch sehr viel Verkehr. Man kann nämlich jetzt hier auch, wo war das mit dem Privatverkehr? Reiseziele, ne? Und das Blaue ist Privatverkehr. Also es fahren sehr viele Leute noch, wenn man das so sieht, über diese Autobahn, durch die Stadt und hier wieder raus. 129 bleiben hier hängen, hier bleiben 66 hängen. Wäre also möglich oder schön, wenn wir hier so eine Umgehungsstraße hätten, die eben nicht durch die Stadt fährt. Bedeutet aber, wir müssten hier fast noch eine Abfahrt machen oder von der Abfahrt hier rüber lenken. Oder aber es hinbekommen, dass die Leute überhaupt erstmal weiter nach Krefeld nicht mit dem Zug fahren, nicht mit dem Auto fahren. 21% sind es auch nur. Wir haben auch nur momentan einen Zug da drauf. Das ist er.
67 werden das nutzen. Allerdings frage ich mich, warum. Das wird ganz gut genutzt. Hier stehen 33. Also wir brauchen keine zweite S-Bahn. Und der Takt liegt bei 4 Minuten. Der ist ja auch vernünftig. Also von daher finde ich das ein bisschen strange. Also wir können das sicherlich hier mit der Umgehungsstraße machen. Auf der anderen Seite führt das ja auch nicht komplett dadurch. Auf der anderen Seite ist der Verkehr vielleicht hier schneller geregelt, ne? Lass uns das mal probieren. Das muss man ja auch mal alles ausprobieren. Wir könnten ja jetzt hier sagen. Nee, das ist ja eher noch eine Landstraße dann. Schön aussehen tut es nicht, ne? Jetzt kommt wieder mein super Brückengedönse, aber das habe ich ja jetzt gelernt. Guck mal, ob ich das schaffe mit dem Punkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Außer dass es der falsche Torbogen ist. Ui, das ist aber süß. Sehr süß. Das ist gar kein zweites Ding. Aber 6 ist okay. Dann können wir das von hier machen, ein bisschen weiter. So, das sieht doch gut aus. Jetzt müssen wir aber. Oh, jetzt habe ich die nicht auf der Höhe gemacht. Ah. Schön zwar, aber doch scheiße. Schön, aber scheiße. Mach es der erstmal hier. Dann lass uns doch mal hier erstmal rauskommen. So, dann wissen wir auch ungefähr die Höhe. Also die. So. So wäre das dann ungefähr parallel. Ich würde sagen, das ist okay. Für meine Verhältnisse sowieso. Das ist ein bisschen steil. Da müssen wir hier noch mal ein Stückchen wegnehmen. Hatte ich schon fast. So, wunderschön. Jetzt kommen wir von ihm hier. Gehen wir einmal gerade durch. Dann haben wir hier auch eine vernünftige Kurve. Oder wir machen direkt eine Kurve. Das finde ich in dem Fall sogar schöner. Vielleicht dockt er ja direkt da oben an. Ja, macht er doch. Ja, wunderschönes Dingchen, oder? Wunderschön. So, jetzt ist die Frage, nutzt ihr das oder nutzt ihr das nicht? Lassen wir ein bisschen schneller laufen. Die Straße wäre freigegeben. Die nach Krefeld, hier müsste es jetzt ein Schild hinmachen. Apropos Schilder, da kommt übrigens einer von der anderen Seite. Schön, und hier fällt auch der erste. Aber der fährt jetzt hier hin, das hat auch nicht so viel gebracht. Die Straße soll ja entlastet werden dadurch. Hier müsste es jetzt ein Schildchen hier machen nach Neuss, also ne, nach Krefeld, Entschuldigung. Weil verkehrstechnisch ist der in Ordnung. Guck mal, hier hat es sich auf jeden Fall auch schon erledigt. Ob es jetzt daran lag, so viele fahren da ja noch nicht, ist egal. Die Innenstadt ist halt zu, ne? Aber das irgendwie, Leute, auch nicht unrealistisch, ne? Jede Innenstadt ist irgendwie zu. Das liegt natürlich auch an den ganzen Kreuzungen, ne? Also wenn der Verkehr nur von da kommt, müsste man eigentlich sagen, man kann ja auch hier Ampeln reinmachen oder nicht. Hier ist nämlich gar keine Ampel drin. Ich hätte nämlich jetzt eher die Ampel rausgemacht, damit der Verkehr läuft. Hier ist eine Ampel drin. Hier könnte man noch eine Ampel reinmachen. Wobei das jetzt auch nicht viel daran hindert. Naja. Aber auf jeden Fall nutzen einige diese neue Straße hier, und hier wird es dadurch ein bisschen flüssiger. Dann haben wir den Teil ja schon mal hingekriegt. Vielleicht haben wir ja einen Prozentsatz gewonnen. Ach ja, guck mal, direkt gut ist der Verkehr. Vorhin stand er noch mittelmäßig, ne? Also haben wir dann wiederum von minus 20 auf minus 10%, darf die Stadt also noch größer werden. So soll es doch sein. Innerhalb der Stadt sind allerdings immer nur noch 11%. Das ist was, was mir nicht gefällt. Aber gut, geben wir nach und nach an. Jetzt hat, ach, das wollte ich noch gucken. Wo wollen denn noch Leute hin? Das wäre jetzt so die Geschichte, was wir noch gar nicht machen. Nach Leverkusen, nach Remscheid.
Remscheid ist ja jetzt nicht so kompliziert, weil Solingen-Remscheid, das wäre jetzt dann nochmal eine Verlängerung der S, wie auch immer, S1 und Gummersbach. Da sollte es ja eigentlich, oder sogar Lüdenscheid. Das wäre natürlich dann die längste Strecke überhaupt. Und von Remscheid, wo wollen die Leute dahin? Nach Gummersbach, Solingen, Wuppertal, Umsteigmöglichkeiten wären da. Dementsprechend in Düsseldorf. Das können wir noch machen. Wir haben noch so knapp 10 Minütchen. Oder was mich ja auch schon immer mal reizt, ist hier zwischen Wuppertal und Mettmann, obwohl, ah, da fährt ja ein Bus, ne? Das bringt ja eigentlich auch nicht viel. Wo wollen die von Mettmann hin? Auch nach Velbert? Ja, aber sehr dezent. Noch sehr dezent. Komm, wir machen die Geschichte mit der S-Bahn-Vergrößerung, Verlängerung und suchen uns in Remscheid ein neues Plätzchen für einen Bahnhof. Und ich würde relativ schnell entscheiden, dass wir das hier mittendrin machen. So groß wird die Stadt, glaube ich, nicht. Ist eine Hauptverbindung? Nö. Haben nicht gemeckert. Was ist denn das? Ach so, eine Holzfabrik. Dann würde ich nämlich jetzt hier direkt den Bahnhof hinmachen. Zweigleisig. Müsste ja reichen, ne? Letztendlich. So groß wird das ja nicht. Und wie gesagt, man kann ja immer noch hinten noch erweitern. 240 Meter sollten wir trotzdem nehmen. Oder? So eine kleine S-Bahn. Ah, komm. Was soll der Geiz? So, das Wohngebiet ist da hinten. Aber vielleicht reicht da auch eine ganz einfache Bushaltestelle aus. Naja, finde ich da eigentlich bei Bahnhöfen nicht so gut. Da kommen ja dann schon mal mehr Leute, ne? Wir machen den jetzt hier hin, den ganz klassischen. So. Und dann ist die Frage, wie die Straßen hier durchlaufen. Haltestelle. Ich würde eigentlich gerne noch hier hinten hin. Ja, dann machen wir das doch so. Wo war jetzt der Denkfehler? Kann der hier und dann kann der da drehen, hoffentlich. So, neue Linie. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Und dann nennen wir das, weiß ich auch nicht, 572. Remscheid ABF. Braucht ihr noch ein Straßendepot? Fahrzeugdepot. Ich finde es immer schön, wenn das so ein Waldrand ist. So, da brauchen wir aber nur kleine Busse, definitiv. Vielleicht so ein. Möwgen, 8 Passagiere, witzig. Auch wir nehmen die hier. Direkt 2, aber den einen lassen wir erstmal laufen. 800, ne, 572. Dann lassen wir auch mal fahren. Dann müssen wir ja jetzt noch den Bahnhof zu Ende stellen.
Und da ist wieder dasselbe. Na, wenn wir das immer so machen wollen, dass 2 und 3 nutzt, dann ist das aber hier schwierig. Müssen wir das Ganze, wobei, ja, wir müssen das Ganze für abreißen, aber ist ja auch nicht so schlimm. Da ist ja nur dieses Teilstück. Komm, das machen wir. Wenn, dann machen wir es uns richtig hier fertig, schön. Das ist ja sogar noch richtig. Das ist ja die Zurückstrecke. Vielleicht können wir das auch noch besser regeln. Habe jetzt ein bisschen gelernt, wie das geht. So, dann. Na, leise. So, da fährt er nämlich auch schneller, wenn ich jetzt hier das ein bisschen länger ziehe halt. Und jetzt können wir den ja, glaube ich, schon so machen. Und wenn wir den dann andocken wollen, dann. Ja, 139 ist doch auch vernünftig. Da noch schnell Signale hinsetzen. Einmal, glaube ich, zu viel jetzt gemacht. So, Gleise. Und den müssen wir ja dann neu machen, beziehungsweise dann gleich. Splitten. Das können wir dann so langsam ab hier machen. So. Das bedeutet nämlich auch, dass das rechte Gleis ist. In unser Bahnhof da oben. Oh, da hat sich doch glatt jetzt ein Haus gebaut. Na, du musst aber weg. Da ist das dann übrigens nicht möglich. Bei Zweierbahnhöfen geht es nicht anders, aber das ist ja auch okay. Hier brauchen wir nur Signale, da machen wir dann das Autosig an. Und hier muss er jetzt, wenn er auf 1 einfahren soll, dann soll er hier. Hier rüberfahren und hier machen wir das wieder aus. So. Jetzt müssen wir genauso wie beim Ende des letzten Videos beim nächsten Mal nur noch die S. Was war es jetzt? 1, glaube ich. 1 verlängern. Denn wir sind schon wieder am Ende, Leute. Aber dann haben wir Solingen mit Remscheid auch verbunden. Haben trotzdem einiges gemacht, denke ich mal. Und dann schauen wir uns das beim nächsten Mal wie immer an. Ich sage wieder danke fürs Zuschauen, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und bleibt gesund. Ciao, ciao.